Archivieren muss grundsätzlich jeder, der einer steuerpflichtigen Tätigkeit nachgeht. Also auch Kleinunternehmer, auch Freiberufler, jeder, der die Pflicht hat, seine Geschäftsbriefe, ist der Fachausdruck, aufzubewahren, muss auch die E-Mails aufbewahren, wenn diese denn Geschäftsbriefe darstellen. Geschäftsbriefe ist alles, was eine Rechnung ist. Manche müssen Lieferscheine aufheben, nicht alle, aber Rechnungen muss definitiv jeder aufheben. Angebote muss jeder aufheben und so weiter. Wenn diese als E-Mail eingehen, muss ich diese im originalen Format als E-Mail aufbewahren. Müssen nicht Dinge, die per Post kommen, darf ich weiter als Papier aufheben, wie früher auch. Also ich muss nicht digitalisieren in dem Punkt. Ich empfehle, soweit möglich, alles umzustellen, dass es digital reinkommt. Ich rate davon ab, die Briefe zu digitalisieren und nur digital aufzuheben, weil an diese Digitalisierung vom Finanzamt sehr, sehr große Anforderungen gestellt werden, was die Protokollierung angeht. Leider nein. An die Archivierung, an die Digitalisierung werden Anforderungen gestellt. Es muss genau protokolliert werden, wer macht das, mit welchem Gerät, mit welcher Softwareversion und so weiter. Deswegen ist es relativ aufwendig, da rechtssicher zu werden.